Im irakischen Mosul haben viele Menschen das Ende der Besatzung durch die IS-Terrormiliz gefeiert. Irakische Truppen hatten gestern die Stadt zurückerobert. Ministerpräsident al-Abadi rief die Soldaten auf, nun auch noch die letzten Widerstandsnester in Mosul zu beseitigen. Monatelange heftige Kämpfe haben große Teile der Metropole im Norden des Landes in Schutt und Asche gelegt. Tausende Zivilisten kamen ums Leben, etwa 1 Million Menschen musste fliehen.